Mit diesem Blick sage ich Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, wunderschöner Blick über unsere Stadt hin zum Industriegebiet mit unserem Hafen. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier dann auch noch ein paar Häuser entstehen und Stadt entsteht auf dem Gebiet und die Schiffe dann wirklich in diese Bucht hineinfahren, glaube ich, wird das sehr schön aussehen am Ende. Wir haben uns beim letzten Mal hier um die Skyline gekümmert. Hier soll es heute auch weitergehen. Und zwar sollen nochmal neue Bürogebiete entstehen. Nee. Ich hatte ja gedacht, hier kommt irgendwie noch ein Park davor. Ich hatte auch schon mal ein bisschen geschaut, aber so wirklich noch nichts gefunden, weil alles zu groß war, außer eine Sache. Muss ich mal gucken, wo das war. Nee, das war's nicht. Es gab einen Park, der da gar nicht so schlecht ausgesehen. Das hat nicht gepasst. Oh, welcher war denn das? Vielleicht war es hier einer. Der würde natürlich passen. Shopping, Krankenhaus nicht. Die Statue des Wohlstands würde natürlich gut passen. Aber es war doch... Welcher war denn das? Oder war das nicht hier? War das hier? Ist jetzt natürlich doof. Jetzt finde ich den nicht wieder. Ich kann auch gar nicht genau sagen, was es war. Es war einer, der da genau reingepasst hat, oder hatte ich gesagt? Doch ein ganz normaler Park? Ich weiß es nicht mehr. Wir können ja den erstmal bauen. Wobei es nicht sehr schön aussieht, finde ich. Vielleicht können wir auch einen kleineren nehmen. So etwas finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Etwas moderner. Was hätten wir noch? Mehr noch mehr in diese Richtung. Okay, die nehmen wir mal. Wobei ich ja gesagt hatte, ich weiß noch gar nicht, ob der hier überhaupt bleibt, der Turm. Vielleicht verlegen wir den auch noch ein Stück. Dann haben wir dahinter nämlich mehr Platz. Für Gebäude. So.
Und wenn die jetzt bauen, müssten eigentlich alle Strom haben. Außerdem wollte ich mich gerne um die Fähren kümmern. Ich würde gerne alles mit Fähren auf jeden Fall verbinden. Hier irgendwie. Passt es hier mit der Höhe nicht ganz. Ich will mal ein bisschen angleichen hier. So, dann kommt unten die Straße bzw. der Weg einmal wieder hoch. Ah ne, jetzt müssen wir mal das Gebäude wieder hinstellen. Dann können wir sehen, dass wir da dran kommen. Okay, da kommen wir nicht höher wegen dem hier. Das geht aber auch nicht zu verschieben. Na gut, dann muss das ein bisschen uneben bleiben. Das können wir dann nicht anders machen. Es ist aber auf jeden Fall angeschlossen. So. Hier gibt es wieder eine Wendemöglichkeit. Warum? Doch. So, das müssen wir jetzt noch ein bisschen schöner hinbekommen. So. Zack. Damit hätten wir hier einen Fähranleger. Haben wir da einen und da einen. Dann könnte man hier noch einen hinbauen. Mal überlegen. Dann würde eigentlich der kleine reichen. Da wird es nur eine Fährlinie oder wahrscheinlich höchstens zwei geben, die von da fahren. Von daher würde ich sagen, der kleine Fernleger reicht da, aber wir machen noch mal was. Und zwar gehen wir hier mal rüber. So, jetzt wird es gleich eine Überschwemmung geben. Schätze ich. Ja.
Ja, kein Bauchwasser möglich. Ist klar. Dann können wir noch mal warten, bis das wirklich alles abgelaufen ist. Und eigentlich würde ich sogar... Kann ich da nicht mehr bauen, ne? Genau. Würde ich gerne hoch haben. So. So ein bisschen wie so ein kleiner Hafen. Welcher ist das? Der. Jetzt müssen wir natürlich auf dieselbe Höhe kommen wie da hinten. Das ist schon sehr hoch. So. Na komm, ich will vorne die Ecke haben. Hallo? Wieso kann ich da jetzt nicht diese Punkte auswählen? Jetzt. Der muss nämlich auch noch ein Stück höher. Der auch. Zack. Damit wären die hochgelegt. Der kann wieder weiter nach links. So. Und der kommt nach da. Warum kommt der jetzt so extrem hoch? Das muss natürlich ein bisschen tiefer werden hier drin. Warum ist das nicht auf der gleichen Höhe? Meinetwegen ein Stück höher, so. Na klar, da muss jetzt noch das Wasser abfließen. Aber irgendwas stimmt hier nicht jetzt. Jetzt habe ich natürlich doch den großen Werfen genommen. Aber ich finde, das sieht doch besser aus hier. Lassen wir so. So. Immer so einen schönen gerade. Gucken wir mal, hier hinten ist jetzt Strom. Das ist alles gut angeschlossen.
Perfekto. So. Ja. Könnten wir mal schauen. Ich glaube, die können hier von direkt frontal reinfahren. Man könnte natürlich überlegen, hier noch einen hinzumachen. So. Nach dort und nach dort. Dann können die ja hier außen rumfahren, so. Und dann da dran. Nach da. Dann nach hier. Oder wir machen zwei Linien. Die fährt nach da. Hält dann beide Male dort. Und dann gibt es erstmal eine, die hier pendelt. Wie viel setzt der ein? Drei. Sind dann auf der Linie auch drei. Wenn wir Budgetkontrolle anmachen, bleibt es bei drei. Ich würde eigentlich mal gerne auf beiden Linien jeweils eins dazufügen. So, und dann sehen wir ja, was passiert. Da kann auch noch irgendwas hin. Können wir mal schauen, was haben wir denn noch Schönes? Hm. Vielleicht doch noch hier irgendwas. Oder wir bauen halt auf die Ecke da. Bürogebäude. Und hier soll dann ein Park entstehen, würde ich sagen. Dann wissen wir, dass hier der Park entstehen soll. Und eigentlich soll es ein Stadtpark werden. Mit Eingang nach. Wo soll der Eingang hin?
Wir schauen mal, das ist die Straße mit Straßenbahnanbindung. Das heißt, der kommt dorthin. Irgendwo hier. Das sind die Nebentor. Ne, wir nehmen ruhig ein großes Tor. Vielleicht hier. Genau. Eine Brücke hin. So, damit die durch den Eingang gehen. Gehen wir hier auch wieder runter. Logischerweise. So. Ob wir das noch mit Straßen füllen, weiß ich nicht. Deswegen bauen wir da noch keinen Weg hin. Aber das wird auf jeden Fall unser Stadtpark. Waren da schon Leute? Wahrscheinlich nicht, ne? Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da noch niemand fährt, weil das hier halt auch noch keinen Strom hat und noch nicht angeschlossen ist. Aber das ist ja auch für die Zukunft dann eigentlich relevant. Dann können wir uns auch schon um die Straßenbahn kümmern, die dann hier lang fahren soll. Müssen wir mal schauen. Und U-Bahn. Aber das wird dann in den nächsten Folgen passieren. Ich habe übrigens den Nebel mal ein bisschen ausgeschaltet. Da steht ein Schiff, das wartet. Genau. Den Nebel habe ich ausgeschaltet. Wir haben jetzt eine schönere Sicht. Zumindest auf unsere Stadt hier vorne so. Für heute war es das mit City Skylines. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, habt einen schönen Tag. Euer Kevin Zorgt. Bis dann.